Ja, hallo und herzlich willkommen hier mal zu einem ganz neuen Format. Diesmal eine Art Let's Play von Satisfactory dank Unity Media. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Hat es im Stream leider nicht geklappt. Und ja, weil wir euch aber trotzdem irgendwo mitnehmen wollen mit unseren ersten Erfahrungen in diesem Game, haben wir gedacht, weißt du was, komm, dann nehmen wir es jetzt auf. Das ist das erste Mal, dass wir sowas in dieser Art tun, extra dafür. Wir nehmen das jetzt auf, wir probieren das aus, wie das ist, wir teilen das hinterher auf, laden es auf YouTube hoch und ja, vielleicht gefällt es euch, vielleicht nicht, werden wir ja dann sehen. So habt ihr zumindest ein bisschen was mit uns davon und mit mir dabei ist der David, der mich glaube ich noch nicht sieht, weil ich bin hier noch in meinem Maschinchen. David? Guten Abend. Nein, ich sehe dich tatsächlich nicht. Du bist irgendwo hier in dieser Konservenbüchse gefangen, bevor ich mich hier gewaltsam rausgesprungen habe, konnte ich dich noch sehen. Ich bin auch gewaltsam rausgesprungen. Okay, waren wir in derselben? Was ist das denn da? Okay, das Erste, was ich merke, ist Folgendes. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz in die Optionen. Und dann muss ich zu Video. Und da muss ich Folgendes machen. Und zwar muss ich Motion Blur ausschalten, weil sonst kriege ich nämlich hier die Krotze. Das lasse ich mal alles drin. Ich muss aber dann... Warte, das kann ich schon mal applyen. Ja. Und dann muss ich bitte bei Gameplay... Ist das hier... Language kann man, glaube ich... Doch, kann man zu Deutsch ändern. Okay. Dann machen wir das doch auch direkt mal. Hoffe, das geht. Dass es jetzt nicht abstellt. Sprache, Network Quality. Okay, und Controls, Mausempfindlichkeit. Ist klar. 4, ist mal hier Pro Gamer, Maus-Sensitivität auf 2,2. Oh. Und das sollte dann besser sein, ja. Trotzdem sieht das irgendwie so ein bisschen verwaschen aus. Kann das sein? Sieht das bei dir auch so ein bisschen verwaschen aus? Vielleicht wird dir gerade noch irgendwas angezeigt oder irgend sowas, dann hast du es auch schon mal ein bisschen verschwommen. Nee, es sieht insgesamt ein bisschen verwaschen aus, aber ja, das kann verschieden sein. Ich habe gerade auch ein grundsätzliches Problem. Das heißt? Ich kann mein Werkzeug nicht auspacken. Es liegt daran, dass wir wahrscheinlich drücke F zum Starten des Demontagemodus. Okay. Haben wir denn Inventar? Nee, das hat man erst, wenn man das einmal aufgenommen hat. Ich gehe einfach mal auf Wiedereinstieg und guck mal. Was? Ich hab mich umgebracht. Ich nehme alles. Ich habe deinen Xenosepper. Jetzt habe ich zwei Xenosepper. Wieso? Xenosepper brauche ich gleich einen. Zack. So. Ja. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xenozapper equipped before leaving the drop zone. No. Ja, ja. Okay, ich habe zwei Stück. Nee, ich habe jetzt einen davon. Den kannst du jetzt so. Brauchst du auch einen? Third objective. Ja, aber ein bisschen leiser machen. Ich höre dich nicht mehr, wenn die anfängt zu reden. Er redet gerade sehr, sehr laut. The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Okay. Also mit C können wir nach Ressourcenvorkommen suchen. So, aber wir sollten jetzt erstmal hier... wieso kann man denn hier das Ding jetzt nicht kaputt machen? Kannst du einen von diesen Xenoseppern... ja, du musst mit Tab musst du das auf deine Hand legen. Nee, ob du einen davon droppen kannst. Habe ich schon. Hier ist er. Blindfisch. Ah, das ist nämlich ein Elektroschocker gegen Viechers. Ja. So. Also C. Mit C kann man scannen. Jetzt gucken wir mal. Okay, da drüben ist... Okay, das ist alles ein bisschen weiter weg. So, das ist aber 200 Meter sind nicht viel. Was? Was sammelst du da? Komische Beeren, die, wenn du von irgendeinem Viech angegriffen wurdest, kannst du dich damit aufheilen. Da vorne ist so ein garstiges. Dann lass mal hier Blumen nehmen. Und Blütenblätter. Ich nehme jetzt hier alles mit. Hast du da wieder kaputt? Oh, du machst schon wieder Sachen kaputt. Beim Jagen. Erstmal den Planeten hier abgrasen. Dann den Berg hoch. Hier sind gleich keine Blumen mehr. Die pflücke ich jetzt erstmal alle. Damit hier ja nichts mehr übrig ist. Oh. Hier ist das Eisenerz. Äh,
Wo bist du? Achso, okay. Ja, das ist, sieht man oben an dieses kleine Mannequin, ne? Wahrscheinlich auf dem Radar. Ja, könnte genau. Ich mir zumindest so vorstellen. Brauchst du Hilfe? Hastiges Subjekt. Hier sind wir. Okay, müssen wir das jetzt erstmal hier so abbauen, oder was? Ja, ich meine, wenn man an dem Stein steht, geht es etwas schneller. Zumindest das erste Mal. Bin mir aber nicht sicher. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Okay, aber wir müssen ja sowieso auch noch unser komisches Ding da abschustern, oder? Kaputt machen. Abbauen. So, sollen wir hier oben auf diesem leichten Plateau direkt mal anfangen? Ja, ne? Ja, pass auf, lass uns mal eine Gegend suchen, die irgendwo auch ein bisschen schön ist. Wichtig ist tatsächlich, dass wir zum Beispiel Eisen auch in der Nähe haben. Ja, das kriegen wir, also ein bisschen laufen können wir ja schon, aber ein bisschen schön darf es auch sein. Hattest du denn eben dein Raumschiff niedergemäht? Nee, konnte ich nicht. Achso. Das sollte ich mit F machen. Konnte ich aber nicht. Ich konnte es nach dem Neustart, beziehungsweise nachdem ich mich umgebracht habe, konnte ich es machen. Ja. Ich habe einen Hub dabei, also brauchen wir im Grunde, denke ich, nur eins. Meinst du? Ich würde es vielleicht nochmal eben, warte, ich gucke nochmal eben. Da steht er da hinten, ne? Dann schaue ich da mal eben nach, während ich hier alles abgrase. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish object scanner identification. Das hast du eben noch gesehen? Das war doch hier eben, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir genau gelandet sind. Oh, da leuchtet was. Wo? Oh, da leuchtet irgendwas mit. Das sieht aus. Oh, hey. Bäh, das schießt auf mich. Oh. Oh. Okay. Tschüss. Muss weg. Ja, ich bin auch schon abgehauen. Au. Ja. Okay, ja, vielleicht war das jetzt eben nur ein Bug mit dem Hub. Das kann ja sein. Vielleicht. So, pass auf. Hier ist ja überall noch Gedönse. Guck mal, das ist doch hier eigentlich eine schön offene Fläche hier. Guck mal mit. Guck mal bei mir bei. Der Eisen ist 130 Meter entfernt, das geht auch. Hier wird einfach alles genommen. So, wo sollte das sein jetzt hier? Da vorne ist Eisen direkt. Jetzt habe ich das so ein bisschen aus den Augen von. Ah ja, genau. So. Aber wir sollten. Also hier ist ja auch eigentlich eine schön offene Fläche, ne? Ja. Wo wir irgendwie die Welt zerstören könnten. Na. Aber eine hässliche Kuh. Kann man bestimmt auch klein machen. Congratulations, you have unlocked Hub feature manual craft bench. Okay, was ich auf jeden Fall vorher gesehen habe, ist, wir müssen auf jeden Fall relativ zeitnah gucken, dass wir die Sachen auf verschiedene Böden bauen, damit wir die besser andocken können und besser ausrichten können. Ja, das dauert aber erstmal noch relativ lange, bis wir Böden bauen können. Ja. Warum hast du das hier halb in den Busch gebaut? Finde ich nicht gut. Im Busch brauchen wir erstmal eine Kettensäge. So. Du bist da dran. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Werkbank. Okay. Eisenbahn, Eisenplatte, Eisenstange. So. Kannst du jetzt den aktuellen Meilenstein oben rechts aussehen? Ja. Upgrade 1. Wir brauchen Rohre. 10 Stück. Machst du es gerade mit Eisen oder brauchst du noch? Okay. Kann ich in der Zeit ja noch mal ein bisschen Eisen abbauen hier. Schaut ja nicht, ne?
Ne, wie gesagt, Eisen brauchen wir gleich relativ. Ich habe ja auch ein Hub Feature Biomass Generator. Hub Feature Personal Storage. Scanner Feature Copper. New equipment, buildings and blueprints, which can be found in the workshop when built. Build menu. Wir müssen fürs Upgrade 2 brauchen. Sixth objective. Hub upgrade construction. Connect buildings. Ah, das heißt, wir müssten jetzt wahrscheinlich im Scanner auch ja, genau, haben wir nämlich jetzt auch schon kurz bei Scanner. Welcher Scanner? B, gedrückt halten. Advice. Automate the smelting process and use portable miners for optimal 200 Meter von hier haben wir auch Kupfer. So, lass mal hier ein bisschen langsamer machen, ja? Wofür sammle ich hier die ganzen Blätter? Ja. Gucken wir mal. Wir haben hier so ein komisches Ding. Lockt der mir hier diesen Onkel hier hin, ey? Ich bin nicht tot. Wie, ich muss hier Beere essen. Wie geht das? Die Hand. Was? Die Hand nehmen. Jetzt den Schocker hattest. Okay, ich habe irgendwie komischerweise, glaube ich, gerade auch eine ganze Menge Nüsse weggeschmissen. Ja. Grünzeug kannst du hier erstmal in die Lagerbox sonst reinpacken. Ach so, so teilt man. Okay, man kann Stacks teilen. Ich verstehe. Ja, wenn du rechts draufklickst zum Beispiel. Geht, glaube ich, maximal. Ah ne, das geht ein größeres Stack. Okay. Was haben wir hier noch? Ich habe hier noch Blümchen. 200. Achso, okay, man kann verschiedene Sachen nur auf eine gewisse Menge stacken. Nee, ich glaube, du kannst auf jede Menge stacken. Achso, ja, aber du kannst, die Stapelbildung ist, glaube ich, begrenzt, ne? Ja, nee, du hast, also verschiedene Rohstoffe haben verschiedene Mengen, die sie stacken können. Blüten ging jetzt gerade zum Beispiel nur 200. Ja. So, wo ist denn dieses komische Ding, mit dem wir bauen können? Wie können wir denn bauen? Mit F, ja? Okay. F ist bauen, V ist Lampe oder was? Okay. C ist der Scan, X ist E-Mail schreiben und Tab ist Inventar. Alles klar. Und Q ist bauen. War vorbeigelaufen. Wir brauchen wahrscheinlich eine Schmelzerei, oder? Brauchen wir aber erst noch was anderes für. So, wo bist du jetzt mit dem Kupfer? Ich bin oben auf dem Hügel. Ist und das das? Ja, gerade wieder so ein komisches Viech. Ist das das, was hier 100 Meter ungefähr von uns weg war? Ja. Ich kann das nicht so richtig erkennen, ob das Kupfer ist. Du kannst beim Scanner, wenn du C gedrückt hältst. Ah, siehst du dann, was es ist, ja? Genau, du kannst dann nur bestimmte Sachen halt scannen. Ah, es ist hier runtergefallen und komm nicht mehr hoch, um mich anzugreifen. Das ist natürlich. Oh, hi. Das hat dich aber gefunden. Ja. Tja. Erstmal hier voll, no-scoped. 360 Grad no-scope. Okay, hier oben sind wir. Ach, du bist ja schon da. Zap, zap, zap. Zap, zap, zap. 60 Kupfer dabei, das muss erstmal reichen. Ich bringe auch noch was mit. Und gleich, das war so eine Art Werkbank bauen. Da kann man dann schon mal die ersten Kleinigkeiten mitbauen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Bohrer. Ja, den können wir, glaube ich, erst in der zweiten Stufe bauen, in der zweiten Ausbaustufe. Wollte ich gerade. Ach genau, Werkbank. Werkbank brauchen wir Stahlplatten. Ja, aber es ist auch 60 Kupfer dabei, ich komme jetzt. Gibt es hier Falling Damage? Ja. Bin mal gespannt, er sagte mir gerade Codierung überlastet. Das jetzt permanent so ist, müssen wir gleich mal nach der ersten Aufnahme hier
checken. So, ich setze die Bank erstmal hier hinter. Wir können die ja nachher immer noch umsetzen. Wo bist du denn? Da. Irgendwo. Ah ja. Okay. So, ich hab gar keine Ahnung. Ich hab nur Holz. Welche angeguckt. Ja, die lasse ich mal drin. Okay, ich habe auch Kupfer dabei, ne? So. Jetzt haben wir hier nämlich unsere Werkbank. Ach, jetzt können wir hier so Sachen bauen, ne? Wir können jetzt Kupferbarren bauen zum Beispiel. Ne, Kupferbarren kannst du hier machen. Ne, kann ich an der Werkbank machen, Kupferbarren. Ja, brauchst aber nicht. Könnte ich aber. Brauchen wir die für irgendwas? Ja, die Kupferbarren brauchen wir gleich für alles, aber die würde ich halt woanders machen. Wo? Nee, das ist eine zweite Werkbank. Ach, verdammt. Na? Ja, hatten wir schon, ne? Was das eigentlich bauen, was da... Reiß die ab. Ach genau, die Ausrüstungswerkstatt, das ist das, was wir brauchen. Dann saug ich die einmal wieder auf. Dafür... Eisenplatten. Oh, das sieht doch besser aus. Das Ding wollte ich haben. Welches? Achso. Ja, hübsch. Das hier vor allem. Ah! Gerade angeschockt? Nein. Warum? Ja, du hast mich angeschockt. Nein. Warum? Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Kann gar nicht sein. Au! So, ich baue jetzt hier was. Wir brauchen diesen, nicht genug Mittel für Rezept. Was brauchen wir denn? Achso, wir brauchen das ganze Zeug, ne? Das ganze Zeug, was wir jetzt eigentlich an der Werkbank fertigen müssen. Was auch ganz praktisch ist, damit du dir nicht merken musst. Ich weiß nicht genau, ob du das jetzt aussehen kannst, wenn ich das mache. Nein. Die Liste wird dir jetzt nicht angezeigt, ne? Wenn du rechts auf so ein Bauteil draufklickst, dann zeigt dir an, was du brauchst dafür. Also beziehungsweise dann kannst du auf zur irgendwie Wunschliste hinzufügen oder sowas, schimpft sich das. Hä? Ach, zur Aufgabenliste. Genau, und okay. Dann erstellt dir eine Materialliste. Ja, cool. Die wir jetzt fertigen müssen in der Werkbank. Was ich eben fertigen wollte. Da brauchen wir ja bestimmt Dings und daraus können wir dann wieder was anderes fertigen. Oder? Wo brauchen wir Dings? Wir müssen doch hier an der Werkbank bestimmt jetzt hier die Kupferbarren machen und aus den Kupferbarren können wir dann was anderes machen. Ja, genau. Ich habe aus dem Kupfer habe ich jetzt Draht gemacht und aus dem Draht dann wiederum Kabel. Und mit Draht, Kabel und Stahlplatten habe ich jetzt gerade zwei mobile Miniaturen gemacht. Da pflanze ich jetzt einen oben zum Kupfer. Du machst jetzt Kupferbarren und mit den Kupferbarren machst du dann Kupferdraht. Genau, mit den Kupferbarren machst du Draht. Ja, habe ich mir doch gedacht. Und mit dem Draht kannst du Kabel machen, aber wir brauchen, so Kabel würde ich jetzt erstmal nur das machen, was du tatsächlich brauchst. Ja. Weil du für relativ viel Draht brauchst statt Kabel. Hast du das Spiel schon durchgespielt? Ich dachte, wir spielen das erste Mal hier zusammen. Ja, ich habe ja eben schon mal reingeguckt. Tutorial quasi gemacht. Boah, ich habe jetzt so viel Draht. So, dann setze ich nämlich so ein Minengerät hier einmal. Wieso hast du das schon? Hm? Das Minengerät. Wo hast du Eisen und alles noch gehabt? Ich habe das alles abgelegt gehabt. Ja, ich hab nur das Gemüse abgelegt, was ich eben dabei hatte. Ich teile hier schön. Hölzerei können wir auch bauen. Ups. Das wollte ich nicht. Dann mach ich mal Kabel, 1, 2, 3, 4. Und dann alles mit Platte.
Oh, hier ist schon mal der erste Bohrer. Der zweite. Toll. Die sind aber tatsächlich echt witzig gemacht. Ja. Das hatte ich schon mal gesehen. So, jetzt habe ich hier auch die Zutaten dafür. Jetzt kann ich mir auch hier so einen Bohrer machen. Blub. Und mit dem Bohrer. Den hast du jetzt da aufs Eisen gesetzt, ja? Einen aufs Eisen und einen aufs Kupfer. Du hast direkt zwei gemacht, ja? Da oben ja. Ist auch noch irgendein Rohstoff. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, du kannst sonst auch noch auf Eisen mit dazusetzen, noch einen zweiten. Dann können wir da aus zweien direkt ernten. Wir können im Moment können wir nur die beiden Rohstoffe scannen, die anderen sehen wir noch nicht. Was brauchen wir denn für die Schmelze? Rohr. Was brauchen wir? Rohr? Ja, beziehungsweise Eisenstange. Wir können auch das Upgrade machen mal eben, ne? Haben wir im Moment noch nicht genug Material für. Warum? Ich zumindest nicht. Vielleicht. Hä? Ich jetzt hier reinlegen? Ach so, okay. Ich verstehe. Ups. Ah, das Upgrade gemacht. Ja, klar. You have unlocked Scanner Stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Seventh objective. Hub upgrade, conveyor belt. Note. Use power poles to expand the power network for optimal results. Note. Constructors are capable of constructing copious parts, of which only one type at a time. Dann mach ich jetzt hier. So, hier haben wir schon mal eine Schmelzerei. So, stimmt, jetzt können wir, glaube ich, an der Werkbank auch das Zeug hier zu anständigem Kompost verarbeiten. Grün Zeug. Zur Biomasse, ne? Ja, genau. So, ich suche mal nach Stein. Ja. Okay, 143 Meter, was ist denn das? 81 Meter, das ist natürlich schön nah. Ist das hier? Ah, cool. Das ist ja, wir haben eine ganz coole Stelle erwischt hier. Ja, auf jeden Fall. Also es ist alles relativ nah dran, ne? Ja. Falsche Taste. Da wollte ich hin. So. Ach, Strommasten haben wir jetzt auch. Mit den Kabeln direkt. Was ist das jetzt? Können wir das mal ein bisschen schöner alles aufbauen? Das ist erstmal relativ schön. Nein. Doch. Also wir müssen hier drauf ja später noch einen Miner bauen. Der das Erz abbaut. Ja, aber voll nah. Da haben wir doch kaum Fließband dazwischen. Ja, wenig Band ist viel Zeit. Ja, aber ist doch voll langweilig. Und nicht schön. Naja, wir bauen das ja eh nochmal alles schön, ne? Ja, wir brauchen ja später noch einen Bodenplatten, dann können wir mal über schön sprechen. Ja, wir müssen ja auf jeden Fall zwischendurch die Kacke auch immer leer räumen, ne? Sonst, Ja, ja, deswegen sollten wir gucken, dass wir möglichst schnell weiterkommen, bis wir irgendwann ein Lager bauen können. Kupftor. Hast du beim Kupfer oben eingebaut gehabt, ne? Hast du Kupfer schon abgeholt? Nee, ne? Nee. Dann hole ich mal Kupfer ab. Dann hole ich mal Kupfer ab. Der macht nämlich auch nichts mehr.
So, was bauen wir jetzt? Ein Konstruktor. Dafür brauchen wir verstärkte Eisenplatten. Die bestehen aus Schrauben und... Kabel. So, lass mal gucken. Was brauchen wir? Brauchen wir zwei Kabel. Wie viele verstärkte Eisenplatten brauchst du? Ich brauche 3 Stück, die habe ich aber schon. Mir fehlen tatsächlich nur noch 2 Kabel. Kabel? Das kann ich auch machen. Wo bist du? Ja. Witzig. Und damit baust du jetzt dann dieses... Ein Konstruktor. Da können wir dann halt Eisenplatten nehmen. Ballerst du dann da rein. Die Eisenbarren und dann macht der verarbeitet der die weiter. Automatisch. Im Endprodukt quasi. Also das kann er mit fast allem machen, glaube ich. Und wozu baut er, also zu was macht er die? Also die Barren, die habe ich jetzt so eingestellt, wenn er, geh mal drauf und drück mal E, dann siehst du, was er einstellen kannst. Das ist etwas einfacher, als das zu erklären. Achso, okay. Brauch aber Strom. Ja. Hattest du eben Lehm geholt? Also hier, Lehm, Steine? Noch nicht abgeholt. Daraus können wir Beton machen. Brauchen wir jetzt hier für so einen Elektroverteiler quasi, also für einen Strommasten. Dann hole ich mal. Ist gerade eh voll hier. Jetzt schon mal so viel. Stufe brauchen wir, mit der nächsten Stufe können wir Förderbänder machen, das ist halt sehr praktisch. Okay, da brauchen wir tatsächlich ziemlich viele Eisenplatten für. Müssen wir die Kabelverbindung von dem Generator wahrscheinlich nochmal abmachen. Ja. Weil dann setzen wir jetzt hier erstmal einen Strommast in die Mitte, weil man kann an jedem Strommast kann man 4 Stück dranhängen. Ja, genau. Nur, da fehlt mir aber noch was. Da fehlt mir noch Holz. Holz? Nee. Oder Metallbarren? Beton und Eisenbarren. Eisenstangen. Ein Beton und eine Eisenstangen brauchst du dafür, glaube ich. Ja, muss ich mir gerade mal ein paar Eisenstangen bauen hier. So, Ström läuft. Sehr gut. Wie hast du die Biomasse jetzt gemacht? Die musste man auch... die machst du auch in der Werkbank. Wie viele Blätter der dafür braucht. Kann man mal ordentlich Biomasse machen, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ganz gut, dass man auch Blätter dann halt los wird. Ja,
haue ich die nämlich auch einmal in den Generator rein. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal. Okay, wir müssen ein bisschen auf die Kapazität achten. Da fliegen hier nämlich immer so Sicherungen raus. Ah ja, da sind wir aber, glaube ich, noch ziemlich weit von entfernt. Also du machst jetzt hier Eisenplatten gerade, ja? Ja, die beiden für den, so, ja, genau. Da werden dann packe ich meine Eisenbarren jetzt auch mal dabei. Dann machen wir jetzt erstmal einen großen Schwung Eisenplatten. Für die nächste, können wir hier schon irgendwie so ein Lager, so ein Container oder sowas bauen? Die gibt es erst in der nächsten Stufe, Mann. Okay. Was haben wir denn hier noch? Ich klaue mir mal gerade von dem Ding hier ein paar Eisenplatten. Ja klar, dafür sind sie da. Kann man die auch einzeln nehmen? Ich glaube, einen Rechtsklick. Nee, doch nicht. Wo war denn Beton? Welche Richtung? Hier. Unser Beton. Hier vorne. Wo ich gerade hingucke, Richtung Osten. Direkt hier vorne bei uns. Links neben dem Felsen quasi, oder? Komm mit. Osten, Richtung Osten, der dann hier. Schade, dass man nicht pingen kann, ne? Hier. Das ist Stein. Ah, jo. Ach, das ist ja tatsächlich, sehr ja, spucken. Ja. Kannst noch einen zweiten Bohrer draufsetzen. Also ich wollte noch einen zweiten Bohrer gerade draufsetzen. Das war mein Plan gerade eigentlich. Ja, brauchst du glaube ich nicht. Doch. Setzen dann einen großen Miner drauf. Nein. Oh ne, mach ruhig. Stimmt, wir brauchen viel Miner, brauchen wir eh. Ja. Kleine. Was wollte ich gerade machen, bitte? Oh, mein Inventar ist gleich voll. So. Gerade gucken, wie ich das hinbekomme, dass das hier nicht ständig weggeht. Brauchen wir einen anderen Stoppuhr dafür? Sind die Ressourcen hier eigentlich unendlich? Weiß ich nicht. Ich hab's bis jetzt eine Stunde gespielt. Achso. Ich weiß, dass wir gleich Lager und Abbaugeräte bauen können. Hier Förderbänder und dann war es für mich auch. Also weiter habe ich noch nicht gespielt. Mhm. Da machen wir alles schön. Wie bei Astroneer. Ja. Fahrzeuge gibt es ja auch, meine ich, ne? Irgendwann. Oh, hat man schon genug Platten? Ich habe jetzt eben schnell hier welche an der Werkbank gemacht, das geht ein bisschen schneller. Also. Zack! Schau's dir an! Was? Yeah! Ändert nichts an der Tatsache, dass wir, Verdammt, Lager gab's doch erst beim nächsten. Aber jetzt kommt er hier ein bisschen länger mit der Biomasse klar,
als bei Astron hier. Ja, also die Energieversorgung hier, die ist echt nicht, ist nicht so ätzend. Ich muss nicht ständig irgendwelche Scheiße einsammeln gehen. Ich meine, wir haben hier halt auch keine Solarzellen, ne? Ja, wie fortschrittlich, ne? Wir können, glaube ich, ein zweites Kraftwerk quasi bauen. Ja, brauchen wir aber, glaube ich, noch nicht. Wir haben jetzt im Moment... Doch, wir brauchen Maschinen. Ja. Das zweite Kraftwerk kommt, glaube ich, von alleine. Wir haben im Moment Kapazität von 20 Megawatt und brauchen 8. Bist du sicher, dass das von alleine kommt? Ja. Irgendwann kannst du auch noch eins bauen, das sieht aber anders aus. Dann freistehend ist das. Freistehende können wir jetzt noch nicht bauen. So, gehen wir direkt mal hier, zack, Meilenstein. Das ist relativ easy, tatsächlich. Ja. Oh, ich muss Platz im Inventar machen. Also Beton ist schon voll. Nur, dass du Bescheid weißt, ne? Ja, Kabel muss ich jetzt auch machen können. Ich habe relativ viel Kupfer dabei. Meine ich. Kabel brauchen wir noch eins. Das mache ich mal eben. Nicht. Aber ich mache mal Kupferbarren. Kabel habe ich aber auch noch auf Tasche. Ich mache jetzt sowieso Kupferbarren, weil ich hier... Ich habe eine zweite Werkbank, können wir gleich nochmal machen. Und dann? Können wir beide gleichzeitig werken. Ja, genau. Das soll er gleich schön alles von alleine machen. Dann machen wir eben noch bis zur nächsten Ausbaustufe und dann würde ich sagen, machen wir Folgenende und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Ne? Ja. So, Kupfer habe ich jetzt hier komplett verarbeitet. Was brauchen wir denn hier noch? Eisen. Kann ich auch mal eben machen, Eisenbahn. Das ist nämlich gleich auch fertig. Endlich. Ich mag das Spiel irgendwie jetzt schon. Ja, mir gefällt das auch echt gut. Vor allem richtig geil wird das ja am Ende, wenn dann, wenn das alles so automatisiert läuft. Ja, okay. Und man sich das dann einfach nur anguckt. Ja. Weil wir können gleich im Grunde direkt noch eine zweite Produktionsstraße, was weiterhin... Erstmal machen wir das Hub fertig. Für Kupfer. Erstmal machen wir das Hub fertig und dann machen wir Folgenende. Oh. Und Eisenplatten. Also 13 Eisenplatten noch und noch einen Haufen Eisenstangen. Habe ich alles da, brauchst du nichts mehr machen. Gerade die Platten noch fertig. Dann die Platten rein. Die Stangen rein. Und der Hub verbessern. So. Ah, jetzt haben wir auch ein Büro. You have unlocked hub feature additional biomass generator. New buildings, which can be found in the build menu. Dann würde ich sagen. Ninth objective. Hub upgrade, molecular analysis. To ensure full mastery of skills and equipment, I have been asked to not interfere with this last objective. Good luck. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war die erste Folge. Nächste Folge dann, ja, demnächst. Wir nehmen jetzt noch weiter auf. Ja, so ist das halt, wenn man nicht streamen kann. Vielen Dank und ich sag mal, bis denn dann. Ciao, ciao.